Hallo und herzlich willkommen im Arcada Club zu einem weiteren Affinity Photo Tutorial. Ich kriege viele Fragen von euch, auf alle werde ich nicht eingehen können, weil vieles zu speziell ist, aber wir werden ein paar eurer Themen hier aufgreifen und anhand dessen das Ganze weiter erklären, was man mit Affinity Photo alles machen kann. Der Rainer hat mir dieses Foto zur Verfügung gestellt und fragt, ob man das Hintergrundbild, also die Wolken und die Sonne, in ein Blau färben kann, den Vordergrund aber so lässt, wie er ist. Und tatsächlich geht das. Zunächst einmal habe ich hier das Hintergrundbild und ich mache immer Folgendes. Ich mache mit Command J eine Kopie der Ebene und dann schalte ich die Original-Hintergrundebene ab. So bleibt mein Originalbild immer erhalten und alle Änderungen mache ich dann hier dran. Und wir können hier unter die Anpassung mal gehen und das Bild unter Umfärben komplett umfärben. Und hier können wir diesen Farbton eingeben. Wir können es zum Beispiel hier in ein dunkles Blau tauchen, also hier diesen Farbton kann ich wählen und ändere das Ganze so. Und jetzt ist mir das natürlich passiert, dass das gesamte Bild verändert worden ist. Und da helfen uns jetzt immer sogenannte Masken. Also das sind ja im Grunde genommen auch Ebenen, in denen wir Teile ausstanzen und sagen, an den Teilen soll der Effekt nicht gelten. Ich zeige das mal. Das ist dieses Symbol hier. Und wir sind jetzt hier auf dieser Anpassungsebene und da klicke ich das drauf. Denn ich will ja diese Anpassung, also das Umfärben verändern bzw. maskieren. Und ich klicke hier drauf, wähle die Maske an und dann ziehe ich jetzt hier mit dem Lasso, dazu muss ich hier auf das Lasso auch klicken, die Freihandauswahl nennt sich das auch, wähle ich hier außerhalb des Bildes einen Punkt an und halte die Umschalttaste gedrückt und wähle jetzt hier einen weiteren Punkt an. Und wir gehen mal bis hier an die Stelle. Wir müssen diese Insel ja so ein bisschen ausschneiden und suchen uns hier quasi Punkte, um das Ganze machen zu können. Und dann können wir hier außerhalb das Ganze noch auswählen, bis wir wieder so an den gedachten oberen Punkt gehen. Und nun löschen wir das einfach. Und zwar nicht das Bild, sondern eben den Teil der Maske, indem wir die Entferne-Taste drücken oder die Backspace-Taste. Und dann haben wir hier diesen Bereich eben geändert. Und wenn wir das nicht haben wollen, dass hier oben diese Landschaft blau bleibt, dann wählen wir das nochmal an und machen das hier so um den Leuchtturm rum. Nochmal, wählen nochmal hier mit dem Lasso so grob die Landschaft an. So, hier drunter immer schön viele Punkte setzen. So, und auch die entfernen wir und dann haben wir die Landschaft sogar noch so ein bisschen mit da drin. Also so kann man diesen Effekt anpassen und eben nur auf Bereiche oder bestimmte Bereiche eines Bildes wirken lassen. Das soll der kleine Tipp gewesen sein und noch ein kurzer Tipp. Es erreichen mich immer mehr Zuschriften, die bei diesen Tools hier zum Ausschneiden die Flächen hinzufügen und subtrahieren nicht finden. Die befinden sich hier oben. Hinzufügen und subtrahieren seht ihr hier. Genauso beim Lasso könnt ihr eine neue Auswahl treffen oder zu bestehendem was hinzufügen oder subtrahieren. Also da ist diese Oberfläche und das ist ganz wichtig, jedes Werkzeug, was man anwählt, hat eben diese kleine Leiste hier oben mit zusätzlichen Funktionen und auf die müsst ihr dann immer achten und dort eben die entsprechenden Funktionen auch auswählen. Das soll es gewesen sein und weiterhin viel Spaß hier bei uns im Club.